hier im äußersten Nordwesten des deutschen Küstenraumes mit seinen ausgedehnten Moorflächen und saftigen Weiden liegt zwischen Weser und Ems das alte Bauernland Oldenburg mit der gesunden Viehzucht und der ertragreichen Milchwirtschaft. Berühmte Gäste nannten es einst das Land, in dem Milch und Honig fließen. Es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, dass ich zuletzt in Oldenburg, der alten Residenzstadt an der Hunte, war. Ein besonderer Grund, also etwas von ihr zu erzählen. Wohl kaum eine andere Stadt im norddeutschen Raum hat in den letzten Jahrzehnten eine derart sprunghafte Entwicklung von einer kleinen zu einer Großstadt durchgemacht, wie gerade Oldenburg. Dies erforderte von den Stadtvätern naturgemäß auch ein großzügiges Wohnungsbauprogramm. Und die zahlreichen Neubauten in allen Stadtteilen zeugen von dem fortschrittlichen Geist, den diese Stadt beherrscht. Im Grunde hat Oldenburg aber seinen kleinstädtischen Charakter bewahrt. Und mit Ruhe und Gelassenheit nehmen die Oldenburger die Beschränkungen auf sich, die durch die Eisenbahn und Hubbrücken im Süden und Norden allzu oft gegeben sind. Im Hafen von Oldenburg, der durch den Küstenkanal mit dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet verbunden ist, werden jährlich über 500.000 Tonnen Güter umgeschlagen. Die günstige Verkehrslage und das starke Anwachsen der Bevölkerung trugen dazu bei, dass Oldenburg heute eine vielseitige Industrie und einen leistungsfähigen Handel besitzt. Eine Stadt wie Oldenburg mit ihren über 120.000 Einwohnern will aber auch versorgt werden. Der Bedarf ist groß und die Verpflichtung, die Versorgung reibungslos durchzuführen, ist fast noch größer. Bei meinem Gang durch die Straßen von Oldenburg fiel mir immer wieder das Edeka-Zeichen auf. Wie überall in Deutschland haben sich auch hier, so wie im Oldenburger Land, weitblickende Lebensmitteleinzelhändler zusammengeschlossen, um durch gemeinsamen Großeinkauf der Hausfrau die Gewähr zu geben, gut und preiswert. Hier im neu errichteten Edeka-Haus des Edeka-Großhandels Oldenburg herrscht schon am frühen Morgen ein reger Betrieb, denn die zahlreichen Edeka-Kaufleute in Stadt und Land wollen mit frischer Ware versorgen. In den großen, luftigen Lagerhallen der Edeka Oldenburg liegen in hohen Stapeln Güter aus aller Welt. Und von hier gehen sie hinaus über die zahlreichen Edeka-Kaufleute auf ihren Tisch. Ihr Edeka-Kaufmann ist durch seine Zugehörigkeit zu dieser großen Organisation in der Lage, wirklich Qualitätswaren zu günstigsten Preisen anzubieten. Edeka-Weine und Edeka-Spirituosen, bekannt für Qualität und Preiswürdigkeit, werden hier in riesigen Glastanks, Holzfässern oder Flaschen gelagert, gepflegt und abgefüllt. Die Kellerei der Edeka Oldenburg ist eine der wenigen Kellereien im Lande Niedersachsen, die zum Führen des deutschen Weinsiegels zugelassen ist. Weine, die mit dem deutschen Weinsiegel versehen sind, werden Sie nie enttäuschen. Und wenn der Kellermeister eine Weinprobe entnimmt, möchten Sie sicher auch mit dabei sein. Na dann, Prost! Besonders hohe Ansprüche verlangt die Pflege von Frischwaren. Und hier lagert auch die so beliebte Edeka Asmacher. Für die Liebhaber feiner Käsesorten werden aus allen Erzeugungsgebieten die edelsten Sorten gelagert. Köstliche Südfrüchte werden durch direkte Importe der Edeka Oldenburg für Sie besonders günstig eingekauft. Hier sehen Sie, wie gerade ein Kühlwaggon frischer Bananen entladen wird. In eigenen Reiferäumen werden die grünen Bananenstauden bei künstlicher Tropentemperatur zur Reife gebracht.
Gold, Geld gereift und sorgfältig verpackt, gelangen sie zu ihrem Edeka-Kaufmann. Das ist einer der vielen Edeka-Läden. Die fortschrittlichen Einrichtungen, die reichhaltige Auswahl machen ihnen den Einkauf leicht. Geschulte Verkaufskräfte stehen ihnen beratend zur Seite. Ein guter Rat ist es, auch die Edeka Assmargarine einmal zu probieren. Und Kenner bevorzugen den Hanseaten-Kaffee. Besondere Pflege des Qualitätsgedankens und die individuelle Bedienung sind die Grundlagen für das Vertrauensverhältnis zwischen dem Edeka-Kaufmann und der Hausfrau. Es ist schon so, dieses Zeichen hat Vertrauen bei Millionen kluger Frauen. Edeka in Stadt und Land, für guten Einkauf stets bekannt.